Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, dem Podcast für wirklich alle, die mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zur 6. Sondersendung meines Podcasts begrüßen zu dürfen. Und damit gehen wir quasi in die Verlängerung oder Ergänzung zur 5. Sondersendung vom 12. Juni, wo ich ja mit Marco Schüssler über die alkoholfreien Weine gesprochen habe. Heute in der 6. Sondersendung möchte ich euch das Weingut Löffler vorstellen, das seit letztem Jahr eben auch in ihrem Sortiment 3 alkoholfreie Weine aufgenommen hat und zum ersten Mal letztes Jahr im Dezember 2020 diese produziert hat und gemeinsam eben mit Marco Schüssler von seinem Blog Wein ohne Kater, so gesehen eine Kooperationsproduktion, möchte ich euch diese 3 leckeren alkoholfreien Weine vorstellen. Wir sprechen zunächst ein bisschen über das Weingut Löffler. Hannes wird quasi seinen Betrieb ein bisschen vorstellen, was sie bewogen hat, alkoholfreie Weine zu produzieren, wo die Reise hingehen soll und wie immer dann zum Schluss der krönende Abschluss, die Verkostung der zur Verfügung gestellten Weine. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei der Präsentation der 3 alkoholfreien Weine. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch zur 6. Sondersendung meines Wein-Podcasts Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen, und zwar mit einem alten Bekannten, Markus Schüssler. Grüß dich, Markus. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein, Florian. Servus. Und bin gespannt auf unsere Folge. Herzlich willkommen. Ja, wir hatten ja schon eine Folge gemeinsam aufgenommen. Der ein oder andere Hörer mag sich auch noch mal erinnern. Das war nämlich die 5. Sondersendung vom 12. Juni 2021, wo wir über dein Herzensthema sozusagen alkoholfreier Wein gesprochen haben, Markus. Und heute hast du uns noch einen Partner von dir quasi mitgebracht, einen Hannes Klöckler vom Weingut Löffler. Grüß dich, Hannes. Hallo Florian. Servus. Hallo Markus. Hi Hannes, grüß dich. Und Hannes, du hast heute die ehrenvolle Aufgabe, euer Weingut und vor allem eure alkoholfreien Weine vorzustellen. Schön, ja, das freut mich, ja. Also ich bin sehr gespannt, ja. Wird ein schöner Abend, ja. Hoffe ich auch, bin ich mir sogar ganz sicher. Und vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, Hannes, wo denn euer Weingut überhaupt zu finden ist und was ihr für ein Produktportfolio habt. Ja, gerne. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Und ja, das Weingut Löffler, es ist ein reines Familienweingut. Wir sind, ja, sage ich mal, noch ein relativ junges Weingut. Gegründet wurde das 1988 von meinem Onkel, vom Wolfgang Löffler. Und genau, ich bin jetzt seit 2012 fest bei meinem Onkel angestellt im Betrieb und bin seitdem federführend verantwortlich für, ja, ich sage es mal ganz plump, für Marketing und Vertrieb. Also ja, ich bin der böse Bube, der dann die Rechnungen schreibt. Genau, ja, und ja, bin da, wie gesagt, nicht nur also rein am Computer oder die ganzen Rechnungen, sage ich mal. Ich mache natürlich auch sehr viel Weinproben auch, bin verantwortlich auch für die ganzen Messeauftritte und ja, so. Ja. Mein Cousin, der Andreas, ist als Kellermeister bei uns angestellt, federführend eben für den Weinausbau. Genau. Ja. Und bist du irgendwie schon vorbeleckt weinmäßig gewesen? Kommst du selber auch aus einer Winzerfamilie oder war das in der ganzen Sippe so, dass man da mehr oder weniger ohne Wein gar nicht leben kann? Ja, also ich habe tatsächlich das Problem, dass ich sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits mit einem Weingut aufgewachsen bin. Und so als Teenager habe ich immer gesagt, ja, ich will da nie was mit am Hut haben. Und ja, und jetzt bin ich natürlich mittendrin, ja, und bin natürlich sehr glücklich drüber über das Ganze, ja, ne, wie es gelaufen ist jetzt, ja. Und wo findet man euch auf der Deutschlandkarte? Wo seid ihr verortet? Genau, also unser Weingut liegt im Anbaugebiet Baden, und zwar in der Subregion Markgräfler Land. Und das ist südlich von Freiburg, in dem schönen Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich. Mhm. Ja, also wenn ihr euch jetzt mal vor Augen haltet, 20.15 Uhr die Wetterkarte, immer da, wo links unten, wo die Sonne scheint und wo die Temperaturen hoch sind, da sind wir zu Hause. Ja. Perfekt, zu Hause. Genau.
Ja, der ein oder andere Hörer wird es auch wissen, Baden ist ja das einzige Anbaugebiet in Deutschland, was zur Klimazone B gehört, was da schon rein technisch oder ziemlich emotionslos damit ausgedrückt wird, dass es bei euch einfach warm und sonnig ist. Aber es ist auch einfach eine sehr schöne Gegend. Ich war ja auch schon öfters natürlich in eurer Gegend da um Kaiserstuhl rum und auch nach Frankreich ins Elsass rüber. Ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Fleckchen. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid ein relativ junges Weingut. Und auch um die Produkte, wo es ja heute gehen soll, ist ja wahrscheinlich auch eher eine junge Produktlinie. Aber ich denke, das spricht auch jetzt für euren Pioniergeist, den ihr insgesamt wahrscheinlich an den Tag legt, weil ihr ja nicht nur normale Weine macht, in Anführungszeichen, sondern eben jetzt auch, oder du kannst es uns gleich erzählen, wie lange ihr das schon betreibt. Beschäftigt, ja, ich meine, vor meiner Zeit, als ich im Weingut gearbeitet habe, war ich lang im Handel tätig. Und habe da natürlich sehr viel, und habe da auch gesehen, was da an Drehzahlen drauf sind, gerade im Bereich alkoholfreier Sekt. Habe aber damals ja natürlich so ein bisschen auch das Problem gehabt, dass ich sehr viele schlechte Sachen probieren durfte. Und ich persönlich habe mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt halt, ne, weil ich es echt extrem paradox finde, einen Wein einfach komplett auszubauen mit Alkohol und dann im Nachgang ihm den technisch das zu entziehen, also quasi den kompletten nackig auszuziehen halt, ne, einfach nackig zu machen. Ne, und das hat mir immer widerstrebt. Ne. Mhm. Und wir hatten dann, viele Kollegen haben entalkoholisierten Wein und geben dem dann wieder Traubensaft dazu, Saccharose einfach, ne, damit da wieder Geschmack dazu kommt, ja. Und ich habe dann damals, als wir das mit dem Thema angefangen haben, zu meinem Cousin auch gesagt: Komm, Andreas, lass uns doch, ein ehrliches Produkt machen, ja, einfach tatsächlich auf Saftbasis, ne, und das dann zu verperlen. Also wir haben einen Traubensaft. Und dem wird Kohlensäure zugesetzt, wie bei unserem Seko auch. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist was Ehrliches, das ist auf Saftbasis, das kann jeder trinken, das kann ein Kind trinken, das kann, ja, da ist einfach kein Alkohol drin. Ja. Mhm. Das waren so unsere Anfänge, ja, mit alkoholfrei, also ja, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das mal mit alkoholfrei. Haben sich am Anfang dann, tat sich ein bisschen schwer, vor allem auch ab Weingut tat sich schwer, ne? Warum auch immer, ja. Es war ein leckeres Produkt, klar. Da es auf Saftbasis war, war es einfach ein bisschen süßer. Mhm. Klar, ist so, ja. Aber wo wir gemerkt haben, wo es wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, ist paradoxerweise, im Handel, ja, also bei Edeka und Rewe, wo wir natürlich, bei uns jetzt um Kirchturm rum einfach Märkte beliefern, ne, da hat das von Anfang an funktioniert, ja. Mhm. Ja, und dann war dann irgendwann mal zu sagen, hey, komm, lass es doch mal auf Wein machen. Aber ich habe mich dann immer so, das läuft ja so ganz gut. Und und dann kam Corona. Ja, und dann hatten wir einfach wieder ein bisschen Zeit. Ja, und dann kam ein Kollege auf uns zu, ein Winzerkollege. Und der gesagt hat, hey, Jungs, passt auf, ich habe hier eine Entalkoholisierungsanlage gekauft. Das ist deutschlandweit die modernste und die funktioniert nicht über eine Vakuumverdampfung, wie das der Großteil macht, sondern über eine über Druck, ne, über so ein Umkehrosmose, sage ich mal. Ne? Über eine Membran im weitesten. Genau, über ein Membran. Genau, das Wort habe ich gesucht. Danke, Florian. Ja. Ja. Genau, über ein Membran. Und dadurch haben wir keinen Aromaverlust, keinen so extremen Aromaverlust wie bei der Vakuumverdampfung, wo der Alkohol verkocht wird. Mhm. Ich meine, ihr wisst selber, wenn er mal zu Hause kocht, macht eine schöne Soße, löscht die ab, was passiert? Der ganze Raum, die ganze Küche riecht nach dem schönen Alkohol halt, ne? Oder auch nach dem Wein. Ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, er hat uns dann auch Weine von sich gegeben, so Versuchsweine auch, ne? Und da haben wir echt gesagt, oh, krass, ja. Mhm. So, und dann war das die Idee geboren halt, ne? Wo wir dann gesagt haben, okay, wir probieren das aus, ja? Wir machen das, ja. Ne? Und ja, haben dann da letztes Jahr angefangen, ja. Ende Dezember haben wir die erste Charge alkoholfreien Wein oder die ersten Weine entalkoholisiert.
und haben die dann Anfang Januar dann, auf den Markt geworfen. Ne? Mhm. Ja, ja, also über die ganzen technischen Details, liebe Hörer, da könnt ihr auch nochmal in die 5. Sonderausgabe gemeinsam mit Marco Schüssler rein. Und da haben wir die verschiedenen technischen Aspekte auch im Detail nochmal durchgekaut. Aber wir wollen uns ja heute auf dein Weingut und die Weine konzentrieren. Und wie war das dann für dich, Hannes? Das fände ich jetzt noch spannend, den ersten entalkoholisierten eigenen Wein zu verkosten. Weil ich denke, es ist ja auch, passiert ja auch relativ viel im Kopf. Man hat vielleicht eine Vorstellung, man ist vorbelastet als Winzer mit dem Geschmacksprofil von normalen Weinen. Wie ist das dann? Ist man da wie ein kleines Kind bei Weihnachten, wo ein Geschenk aufmacht und ist begeisterter oder sogar enttäuscht? Wie war es für dich? Erzähl mal. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also mich hat es echt auf den Arsch gelegt, ja? Weil ich habe das nicht erwartet, nicht mal im Geringsten. Ja? Ich habe mal meinen Cousin gefragt, hey Andreas, was machen wir, wenn das nicht schmeckt? Ja? Ich meine, das Ausgangsprodukt, wir haben gesagt, das Ausgangsprodukt muss top sein. Wir haben super Grundweine ausgewählt, ja, und da haben wir gesagt, okay, das passt schon mal, ja. Und dann kam das zurück und ich war echt erstaunt, ja, also wie lecker das war, ja. Also das, ich hätte es, ja, wie gesagt, mir nie erträumen lassen, dass es so ein positives Ergebnis wird, ja. Und hatte dann, nachdem wir die Weine gefüllt haben, hatte ich hat die natürlich mit nach Hause genommen und habe die dann meiner Frau eingeschenkt, einfach ganz blind. Sie wusste das auch gar nicht mehr, ja, dass wir die gefüllt ohne haben. Ich habe da auch nichts gesagt, ohne Vorwarnung, ja. Und sie wusste noch, dass wir einen Müller-Thurgau, einen Feinherben im Kühlschrank liegen hatten und einen Weißherbst. Mhm. Ja, und ich habe ihr das eingeschenkt ins Glas, in ein schwarzes Glas. Sie wusste dann nicht, was Rosé ist. Also ich habe es komplett blind gemacht. Ja. Mhm. Und die hat dann auch gesagt, ja gut, sie weiß jetzt vom Aromatik, ja, das ist der Müller, der Halbtrockene, den wir da von dem und dem Weingut im Kühlschrank haben. Und das andere ist unser Weißherbst halt. Ne? Mhm. Dann hat sie es probiert und sagt, ja, das passt, ja, lecker, ja. Sie kam nicht drauf, dass es alkoholfrei war. Ja. Wahnsinn. Ja, echt verrückt, ja. Und wie ist es dann, wenn man sowas trinkt? Weil normalerweise erwartet man ja auch die körperlichen Wirkungen, die ja manchmal auch der eigentliche Sinn vielleicht beim einen oder anderen. Aber ich stelle mir den Effekt, stelle ich mir auch witzig vor, dass man Wein trinkt und merkt gar nichts im Kopf, mal so salopp gesagt, ne? Ja, wobei ich glaube, da geht es halt eher so um die ganze, um das Ganze drumherum. Du kochst abends irgendwie, ja, also es geht mir gerade aktuell so, ich habe brutal viel Stress, klar, jetzt mit dem Weinlese alles, ne, mittendrin und mit der Weinproben und das und alles, wirklich gerade sehr viel Stress. Und wenn ich dann abends heimkomme und wir trinken schon abends gern ein Glas Wein zum Essen. Klar, wenn ich dann Wein trinke oder mein zweites Glas, dann liege ich um 9 auf der Couch und schlafe ein, ne? Und so ist es jetzt tatsächlich, dann trinke ich dann halt lieber noch ein Glas alkoholfreien Wein, habe mein schönes Weinglas, habe die auch, ja, einfach temperiert alles, habe die Aromatik und ja, dann. Ich glaube, das ist auch das, was sich so ein bisschen aus Dreh- und Angelpunkt in dem Gespräch mit Markus herauskristallisiert hat, dass es halt quasi das Kulturelle und Stilvolle behält vom Weintrinken. Genau. Aber ohne die negativen Auswirkungen, sage ich jetzt mal so, die der Alkoholkonsum einfach mit sich bringt und spricht natürlich auch andere Zielgruppen an, die jetzt mit normalen Wein vielleicht gar nicht zu erreichen sind. Wir hatten halt da an irgendwelche Vorerkrankungen gedacht oder zum Beispiel auch Schwangere. Das sind ja dann auch für so Kundengruppen jetzt mal aus deiner Sicht gesagt natürlich ganz neues Potenzial, was sich da erschließen lässt, die jetzt mit normalen Wein ja gar nicht zu erreichen sind. Und würdest du sagen, dass das mal auch ein fester Bestandteil wird, die alkoholfreien Weine? Also bleibt ihr dabei oder ist es jetzt ein Versuch gewesen und sagt, okay, nee, hat sich jetzt auch im Zuge des Gesamtsortiments vielleicht gar nicht dann auch in der Kasse so bewahrheitet, wie wir es gedacht hatten? Ja, also wir hatten ja eben, als wir im Dezember das gesagt haben, wir machen das, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Menge planen. Ja? So, und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren mal diese fixe Menge aus. Ne? Das trauen wir uns zu, das verkaufen wir über ein Jahr. Ne? Und also diese Planmenge haben wir jetzt bis Zieljahresende fast vervierfacht. Ja? Oh, wow.
Okay. Also das hat bei uns eingeschlagen, ja, wie eine Bombe, ja. Ne, okay. Wir haben das dann im Sommer direkt noch erweitert, die Range. Wir haben gestartet mit einem weißen alkoholfrei auf Müller-Thurgau-Basis und ein Rosé auf Spätburgunder-Rosé-Basis. Und eben im Sommer haben wir es dann nochmal erweitert, direkt mit dem Rotwein. Ja. Ah ja, klar. Diese drei Weine werden wir ja auch im Abschluss dann noch verkosten. Im Kreis, das ist jetzt auch durchaus ein bisschen weiter noch gegangen, oder? Vielleicht darf ich da mal ganz kurz reingrätschen, ja, Hannes, klar. Sorry, wenn ich unterbreche. Ja, gern, Markus. Hier ist der Markus. ja, ich war nämlich gerade vor kurzem in Den Haag, das ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa, und da habe ich den wichtigsten Händler von Hannes getroffen, und der hat keinen Online-Shop, der hat nur einen kleinen Laden. Ich würde mal sagen, Quadratmeterzahl, lass mich lügen, vielleicht 60 Quadratmeter Laden, 70 maximal, ja. Relativ ungeordnet, unsortiert, super nett, aber chaotisch, ja. Hannes, darf ich sagen, was er verkauft hat ungefähr an Zahlen? Darfst du, ja. Seit März 2000 Flaschen. Wahnsinn. 2000 in einem kleinen Lädchen mitten in Den Haag, ohne großartige Werbung, nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich war wirklich, also mich hat es hingelegt, als ich das gehört habe. Super. Ja. Und würdest du sagen, Hannes, ist da jetzt Holland die Ausnahme? Also macht ihr nur Holland und Deutschland oder seid ihr noch sogar schon weiter am Expandieren? Aktuell tatsächlich haben wir jetzt ja nur mal den einen Händler da, ne, am Start. Ja. Und klar, das ist für uns noch wirklich ein junges Pflänzchen. Ja. Wir müssen da selber gucken, jetzt, wo die Reise hingeht. Ja. Also das ist ja einfach, wir wollen es da auch nicht zu arg übertreiben. Ne. Aber klar, ich meine, wenn der ein oder andere Händler da jetzt noch mit aufspringen will auf den Zug oder da Löffler weinen will, sagen wir natürlich nicht nein. Ja. Klar, ja. Das ist... Ja. Also die Hörerschaft bei mir, die ist ja auch bunt gemischt. Ich denke, die Hälfte sind sicherlich Professionals aus der Weinbranche und vielleicht ist ja unter euch, liebe Hörer, tatsächlich jemand, der Wein verkauft oder exportiert oder was auch immer, wer Interesse hat, sag ich mal, vielleicht dann auch bei dir einzusteigen oder die Weine mit zu verkaufen in seinem Sortiment, der kann sich sicherlich dann bei dir melden und euch dann auf direktem Weg kurz zu schließen, aber mit deinem Instagram-Blog. Und da hast du natürlich auch verschiedene Weinerzeuger, Winzer, die alkoholfreien Wein produzieren, angesprochen. Und ich glaube, das war der Grund für eure Kooperation, oder? Also erstmal danke, dass du nochmal drauf einhackst. Also meine grundsätzliche Idee ist ja, oder ein bisschen auch die Mission, die ich verfolge, dass man einfach, dass man es in die Köpfe reinbekommt. Es gibt auch alkoholfreien Wein, sei es für Food Pairing. Das war ja auch gerade, was der Hannes eingangs sagte. Ne, das ist ein Traubensaft, ist einfach viel, viel zu stark zuckerhaltig. Das kannst du mit keiner Mahlzeit verbinden. Das heißt, du brauchst irgendwas, was einen anständigen Zuckergehalt hat, aber auch einen anständigen Säuregehalt, dass es einigermaßen ausgleicht und du halt eben auch eine Qualität an Trinkgenuss hast. Ja. So, und dann war ich mit meinem Mountainbike im Sommer mal wieder auf Natur, habe mir meinen Rucksack, meinem Hund gehabt, in der Fliegerbrille an und hatte eben noch den alkoholfreien Rivana dabei. So, und dann war ich auf dem Philosophenweg in Heidelberg. Es war ein sackheißer Tag, mein Wasser war leer, der Wein war schon warm. So, eigentlich viel zu warm zum Trinken für einen Weißen. Dann habe ich gedacht, so, ich hatte keine Erwartungshaltung. Ich dachte mir, okay, wieder ein weiteres Weingut, was mir Weine zuschickt, wahrscheinlich mittelmäßig. Ich probiere den, der war bestimmt schon auf 25 Grad und es hat mich zugeflasht. Ja, es hat mich total geflasht. Es war mit Abstand der beste Weißwein, den ich bis dato probieren durfte. Und und das habe ich dann auch direkt so gepostet. Also ich denke auch, mein Blog lebt von Authentizität. Also wenn was nicht schmeckt, es gibt auch durchaus bestimmte Hersteller, wo mir noch gar nichts geschmeckt hat, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aus deren Schutz. es gibt wirklich genug davon. Ja. Übrigens, der Hersteller ist jemand, dem Hannes sogar schmeckt. Also Geschmäcker sind verschieden. Ja. Aber Hersteller schon nicht nennst, Markus, dann sag uns doch wenigstens nochmal, wie dein Blog heißt, weil da wurde ich auch schon mal von meiner Hörerschaft gefragt, das mir nochmal erwähnen. Also der ist eigentlich eingängiger geht es kaum. Da heißt www.weinohnekater.com. Ja. Also nicht, weil ich katzenfeindlich bin, sondern weil ich einfach keinen Kopfschmerzen haben möchte. Und wie gesagt, und das war eben der Beweggrund, einfach dann für mich zu sagen, so hey,
Ich würde mir total wünschen, ein Weingut meiner Wahl, wo ich sage, ich finde die Weine geil, ich finde die Leute super sympathisch. Ich habe damals beim Hannes angerufen, hat erstmal die Marina abgenommen. Marina ist auch ein Teil von Hannes Team. Und da war von Anfang an so eine Wellenlänge da zwischen uns. Hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Wir haben, glaube ich, im ersten Gespräch direkt mal anderthalb Stunden gesprochen. Und es war einfach. Und dann haben wir unsere Weinprobe zusammen gemacht. Dann hat plötzlich. Hannes, darfst du vielleicht gerne mal, wenn wir gerade so im Laissez-faire-Talk sind, können wir einfach mal kurz sagen, dann habe ich die Nathalie Lumbe angerufen. Genau. Auch mittlerweile eine ganz gute Bekannte von mir in dem Weinkontext. Die ist ja auch bestimmt vielen von Ihnen Hörern ein sehr, sehr guter Begriff als eine der bekanntesten Sommeliers deutschlandweit. Ne? Mhm. Und Hannes, dann kannst du mal sagen, was dann passiert ist. Was ist dann genau eingeschlagen? Ja, dann hatten wir tatsächlich das Glück, dass die Nathalie Lump in ihrer Sendung im Fernsehen die Idee hatte, so eine Sommerschorle zu präsentieren. Mhm. Und dann kam sie eben auch noch auf die Idee zu sagen, hey, das kann man auch alkoholfrei machen. Ne? Und dann hat die alkoholfreie Weine bestellt, unter anderem eben auch von uns und hat das dann tatsächlich schön präsentiert im Fernsehen. Welches Format, Hannes? Das war bei ARD. ARD war es, genau. Stimmt. Genau, das war ARD Buffet. Ne? Mhm. Also zur Hauptzeit, also mittags um 12:30 kam das, ja. Und und dann die Sendung war vorbei, ich bin ins Weingut gekommen und die ersten Online-Bestellungen waren da, ja. Also das war total crazy, ja. Und und irgendwie 3 Wochen später oder 4 Wochen später war es dann abends nochmal im Fernsehen beim Kaffee oder Tee auf dem dritten Programm. Da hat es dann auch nochmal vorgestellt, ja. Also nicht jetzt explizit Löffler, aber unsere Flasche war, ja, sehr präsent dargestellt und ja, es ist das Logo von uns ist sehr präsent halt, ne? Also das sieht man schon ganz gut, ja, auf weiter Entfernung, ja, und klar, das hat uns natürlich auch extrem geholfen, ne? Und natürlich auch, das war auch Anfang des Jahres sehr präsent auch bei uns in der lokalen Zeitschrift auch, ja, in der Zeitung, in der Tageszeitung. Ja, das hat uns auch geholfen, aber ja, gerade die 2 Fernsehsendungen, ja, das war schon verrückt, ja. Ja. Weißt du, ob man die noch in der Mediathek bei ARD abrufen kann? Ich meine ja, aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja. Wir machen das in der Nachrecherche, liebe Hörer. Und solltet ihr in den Shownotes einen Link finden auf die ARD-Mediathek für das ARD-Buffet gemeinsam mit der Nathalie Lump, dann klickt da einfach drauf und könnt euch auch nochmal den Fernsehbeitrag quasi anschauen, wo die Nathalie eine sehr angenehme Person, wie ich finde, und auch ultra kompetent, selbstverständlich, aber ich sage es trotzdem immer wieder gerne, wie die Weine nochmal präsentiert und bespricht, ist sicherlich auch sehenswert. Ja, und ich finde halt auch, weißt du, Sachen bringen uns halt auch weiter, ne? Wenn solche, sag ich mal, Sprachrohre, ja, die eigentlich, ja, par excellence für einen Wein stehen, ne? Wenn solche Sprachrohre da auch tatsächlich mal den alkoholfreien Wein in den Vordergrund setzen und dann tatsächlich auch live im Fernsehen sagen, das schmeckt. Mhm. Ich wollte schon wieder reingrätschen, gerade, aber aus wohlwollendem Beweggrund. Ich habe nämlich einfach mal kurz ARD Mediathek Löffler Wein eingegeben. Da findet ihr auf Seite 1, nicht ARD, sondern SWR, swr.de, Weintipps von Nathalie Lump, alkoholfreie Weine Rezepte. Also wenn ihr das googelt, ARD-Mediathek, das SWR-Mediathek dürfte sogar noch weiter oben kommen, dann kommt man sofort auf die Ausstrahlung. Super. Ja, und den Link, wie gesagt, den bauen wir auf jeden Fall in den Shownotes ein, sodass ihr Hörer auf kürzesten und einfachsten Weg dann zu dem Beitrag im Fernsehen dann kommt. Weine mitgebracht, wie gesagt. Zunächst mal insgesamt zur Flasche. Ich denke, das ist euer Etikett, was ihr, glaube ich, in allen Weinen verwendet, grundsätzlich, oder? So ist es, genau. Das ist das Basisetikett, genau. Ja. Genau. So schön in der Schlegelflasche, wie man es jetzt auch erwartet für einen leichten Wein. Und ansonsten wird für die Freaks unter euch hinten auf dem Etikett findet ihr noch eine ganze Menge an Angaben. Und wir hatten das ja in der anderen Podcast-Episode schon angerissen. Es ist ja nach dem Weingesetz ist es ja in dem Sinn kein Wein mehr, weil es ja da auch eine Mindestalkohol,
Menge gibt, die der Wein haben muss, dass er als Wein bezeichnet werden darf. Unter was läuft es dann ernährungsmäßig, lebensmitteltechnisch? Unter Lebensmittelrecht. Okay. Genau, aber aus dem Grund muss auch eben diese Nährwertangabe drauf sein und ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Alles klar. Und der erste ist, wie gesagt, ein Weißwein. Erzähl uns ganz kurz, was uns da erwartet im Glas, aus was ihr den Wein gemacht habt. Genau, also der Weißwein ist zu 100% aus Revana. Ne? Revana ist nichts anderes wie Müller-Thurgau. Ist eben, Revana ist einfach nur ein Synonym für Müller-Thurgau. Und damals, als wir das Projekt gestartet haben, hat der Kollege gesagt, hey, ihr solltet einen Wein nehmen, der einfach schon eine gewisse Grundaromatik mit sich bringt. Ne? Da wir wenig Aromarebsorten im Portfolio haben, beziehungsweise die wir haben, das war uns dann doch zu schade, wie Sauvignon Blanc oder Muscatella. Mhm. Das war uns tatsächlich am Anfang zu schade, das zu entalkoholisieren und haben uns dann tatsächlich für einen Müller-Thurgau entschieden. Ja, weil eben, wenn Müller-Thurgau gut angebaut ist und super ausgebaut im Keller, eine sehr, sehr schöne Frucht und Aromatik mit sich bringt. Und ja, wie gesagt, ja, er hat das einfach. Er hat diese gewisse Fruchtigkeit, eine leichte, Der Farbe her einfach dieses, ich würde es jetzt als blasses Zitronengelb vielleicht beschreiben, mit schönen bernsteinfarbenen Reflexen. Und im Glas schaut er zunächst mal ganz normal aus. Ja? Also blöd, dass jetzt klingt, aber wenn man jetzt ein Glas hinstellt damit, dann würde jeder sagen, okay, da ist halt jetzt einfach Wein im Glas. Wein drin. Ne? Genau. Ja, dann gehe ich mal rein. Also was als erstes auffällt, es hat jetzt nicht diesen Traubensaftcharakter. Das ist schon mal das Erste, was man, glaube ich, festhalten muss, dass man eben schon merkt, dass der Wein eine Gärung durchlaufen ist und damit einfach auch die Gärnebenprodukte, was ja oftmals Geschmacksverbindungen sind, Aromaverbindungen sind, die haben sich hier natürlich schon niedergeschlagen. Das merkt man auf jeden Fall, dass es sich, wie du schon erklärt hast, eben nicht um ein Saft in irgendeiner Art und Weise handelt, der behandelt worden ist, sondern tatsächlich um ein vergärtes Produkt. Du hast Minze gesagt? Also ein bisschen so diese Kräuteraromatik halt, ne? Kräuteraromatik, oder das Würzige, aber klar, erstmal ist die Frucht da, ne? So, Raubig kann man schon nennen, ja? Genau. Ja. Schön weinig, ja. Eine leichte grüne Aromatik hat er schon, das finde ich auch. So eine Würzigkeit, gar keine Frage. Ich vergleiche das immer mit einem Stück Fleisch. Ja. Mhm. Wenn da kein Fett drin ist, schmeckt es auch deutlich weniger. Aber es ist einfach ein Mund voll. Ne? Also es ist nicht einfach weg, wie manch andere Sachen. Es ist einfach schön lebendig, frisch und saftig. Ja, der hat auf jeden Fall einen ganz schön langen Abgang. Also diese herbe Aromatik, diese ich will jetzt da nicht von Tanninen sprechen, aber eine gewisse Grip hat er auf jeden Fall im Mund für mich. Damit hat er natürlich auch eine sehr schöne Länge. Ich finde ihn vom Körper her eher leicht, aber das kommt auch durch die Säure. Ich glaube, das ist ja auch das, was euch wichtig ist, was ja jeden Wein, jeden lebendigen, knackigen, frischen Wein auszeichnet, ist einfach eine spürbare Säure, die den Wein einfach leichter und eleganter erscheinen lässt. Das hat er auch. Also er ist überhaupt nicht, wie man es manchmal liegt jetzt an meinem amateurhaften Zugang zum alkoholfreien Wein, weil irgendwo bewegt man sich immer im Spektrum Traubensaft, normaler Wein. Ich meine, das ist einfach das, wo ich mich jetzt auch so sprachlich und auch aromatisch im Versuch zu orientieren. Aber er ist viel leichter, eleganter, wie jetzt jeder Traubensaft, den man hat, liegt natürlich an der Säure, die halt hier einfach schön im Mittelpunkt steht, die ihm eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit auch verleiht. Genau. Und macht ihn für mich einfach zum eleganten Trinkgenuss letzten Endes. So ist es, ja. Und halt eben, wir wollten das halt nicht nochmal irgendwie mit Traubensaft zu süßen, wo das dann halt vielleicht sozusagen das Mundgefühl noch ein bisschen stärker macht und auch den Nachhall. Ne? Mhm. Ich finde, das hat es da gar nicht nötig. Ja? Das ist genau so richtig, ja. Ne? Mhm. Hier ist wieder die unverschämte Stimme aus dem Off und sagt, ganz kurze Frage auch mal an dich, Florian. Wenn wir jetzt mal davon sprechen, was ist die Erwartungshaltung? Ich denke so, die Erwartungshaltung, damit steht und fällt ja der Erfolg des Produkts, ne? Ein bisschen auch. Und würdest du das jetzt, wenn du jetzt erstmal als Weintrinker, die meisten deiner Hörer sind ja auch, sag ich mal, Weinexperten oder wirklich, sag ich mal, langjährige Genießer oder so. Genau, ne? So. Mit welcher Erwartungshaltung würdest du sagen, kommt man auch mit diesem Wein auf ein gutes Ergebnis?
verglichen mit einem normalen Wein, verglichen mit einem Traubensaft, verglichen mit was anderem? Was würdest du sagen? Wo kann man mit den beiden? Also der Unterschied zum Traubensaft ist für mich einfach die Länge im Mund. Das ist das, was ein Traubensaft jetzt nicht mitbringt. Es ist die Leichtigkeit, die der Wein für mich mitbringt, wie wir es schon angesprochen haben, wegen der Säure und natürlich vor allem durch den weitestgehend fehlenden Zucker. Hannes, da werden jetzt ein paar Gramm vielleicht noch drin sein, wenn ihr es normal vergoren habt. Aber da, ich denke, im Prinzip habt ihr mehr oder weniger trocken ausgebaut. Also das heißt, er wirkt auf jeden Fall deutlich leichter wie jetzt ein sehr süßer Traubensaft. Also von dem, denke ich, distanziert er sich relativ stark. Ich würde auch gar nicht das immer so als Referenz hernehmen, weil damit hat es eigentlich auch geschmacklich fast nichts zu tun für mich, außer dass vielleicht das Grundprodukt das gleiche ist. Deswegen war jetzt meine Erwartung nicht, dass ich jetzt gleich einen Traubensaft schmecke. Wenn man es jetzt von der anderen Seite her angeht, vom Wein mit Alkohol, dann wird man dem auch nicht gerecht, weil einfach natürlich jeder Wein, wie es der Hannes jetzt auch schon erklärt hat und wir in der anderen Podcast-Episode ja auch, Alkohol ist vom Wein, für den normalen Wein schon ein integraler Bestandteil, der einfach viel zum Geschmack beiträgt. Da beißt die Maus für mich keinen Faden ab. Und deswegen, glaube ich, muss man sich davon auch ein Stück weit einfach frei machen, immer Parallelen zu ziehen, zu erwarten vom alkoholfreien Wein. Er ist nur dann gut, wenn er sich möglichst nah an einen normalen Wein annähert. Ich glaube, das wird der Materie nicht gerecht. Da muss man sich davon frei machen. Und das eigentlich, finde ich, so schwer es am Anfang ist, wenn man was ganz Neues probiert. Das ist vielleicht so, wie wenn man zum ersten Mal eine Zigarre raucht. Da weiß ich auch nicht, wo jetzt der Unterschied zwischen einer Cohiba und was es sonst noch alles geben mag. Sondern man muss sich schon da ein bisschen reintrauen in das Thema und seinesgleichen mehr miteinander verkosten und vergleichen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede herausschmecken und weniger sich zwischen den beiden Leitplanken normaler Wein und Traubensaft hin und her pendeln, ohne zu wissen, was man damit eigentlich ausdrücken möchte. So würde es ich vielleicht angehen. Ja, was auch total verrückt ist, wenn ihr jetzt den Wein, also die Nährwertangaben sind ja drauf, ne? Also der hat jetzt 3,4 Gramm Zucker auf 100 ml, ne? Also das sind 34 Gramm auf einen Liter. Mhm. Ne? Das wäre jetzt weintechnisch, wäre das ein lieblicher Wein. Ne? Da würden dann alle sagen, boah, das ist mir viel, viel zu süß. Ja? Aber da sieht man mal, was der Alkohol auch mit dem Zucker macht. Ja? Also das ist einfach ein ganz anderes Geschmacksempfinden. Ja, das ist total verrückt, ja. Also ich hätte es so nie erwartet, ja. Ne? Siehst du, da wurde ich jetzt schon Lügen gestraft, als ich gesagt habe, ihr habt einen trocken ausgebaut. Genau. Ja. Liegt aber daran, dass es für mich jetzt einfach, weil ich halt sehr auf normalen Wein getrimmt bin, sensorisch, geschmacklich für mich nicht hundertprozentig trocken. Ich hätte jetzt auf Neudeutsch, sagt mal, off-dry. Also ich hätte jetzt beim normalen Wein feinherb, vielleicht bei 7-8 Gramm vielleicht verortet, jetzt so rein vom Geschmackserlebnis her. Ja. Aber da bist du nicht der Einzige, ja. Ich erlebe es ja tagtäglich bei uns in der Vinothek, ja, wenn die Leute das probieren. Ne? Und wenn du denen dann sagst, dass der eigentlich weingeschmacklich lieblich wäre, ja, das glauben die einem gar nicht, ja. Das ist total verrückt. Und was auch noch absolutes Phänomen war, oder was wir eigentlich dann jetzt im Laufe der Zeit festgestellt haben, wenn man die Weine aufhat, ne, sag ich mal, die halbe Flasche. Ne? So, man schafft es jetzt nicht, ja. Und beim normalen Wein, so nach 3-4 Tagen, merkt man dann, okay, das Aroma ist dann nicht mehr so fein, ne? Dass er einfach so ein bisschen oxidiert und einfach nicht mehr schmeckt. Das hast du bei den alkoholfreien Weinen nicht. Interessant. Du kannst die 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen. Klar wird das Aroma ein bisschen weniger, aber diese oxidative Noten, ja, das, also das ist total crazy, ja. Das hat uns persönlich auch im Weingut total überrascht, ja. Das hätten wir auch nie damit gerechnet, ja, dass die so lange so stabil sind. Ja, vor allem weil man ja landläufig davon ausgeht, dass Alkohol eigentlich ein Konservierungsmittel ist. So ist es, ja. Offensichtlich scheint das aber zumindest bei geöffneten Flaschen fast sich auch als Achillesferse abzuzeichnen, dass wenn Alkohol dass die Weine schneller altern. Florian, was mir gerade noch einfällt, zum Weißen, bevor wir zum Rosé wechseln,
Was würdest du denn zur Duftnote sagen? Wie ist das nasale Erlebnis vom Weißen, dass wir auch vielleicht das komplett beleuchten? Also wir hatten es ja schon angesprochen, wir waren ja bei der Nase. Ich hatte gesagt, also für mich steht die Kräuterwürzigkeit im Vordergrund. Ich habe auch was Traubiges, also man merkt das Ausgangsprodukt auf jeden Fall schon. Und was ihn einfach da jetzt unterscheidet, ist halt diese herbe, kräutige Note, dieses Ätherische, was der Hannes mit Minze versucht hat zu beschreiben. Das ist jetzt schon etwas, was man jetzt von einem Wein kennt und vom Traubensaft zum Beispiel auch wieder gar nicht. Genau, weil darauf will ich nämlich hinaus, wenn wir jetzt beim Rosé auch als erstes auf die Nase achten, da ist ein Punkt, der mich sehr interessiert, wie du das findest. Und dann kann der Hannes vielleicht auch mal drauf eingehen, wie das zustande kommt. Ja, also erstmal die Farbe zunächst mal würde ich jetzt hier einfach als ein Zwiebelschalenfarbenes Rot bezeichnen. So ein Lachs ist es gar nicht mehr, es ist schon so leicht violette Noten, also geht schon so in Richtung Zwiebelschalen. Farben, aber der Wein ist natürlich auch wieder klar, gar keine Frage. So, jetzt riechen wir mal rein. Ja, was hier auf jeden Fall auffällt, finde ich, ist so eine florale Note. Ich würde jetzt da vielleicht in Richtung Rose gehen, aber auch gepaart mit Waldbeeren, was ich jetzt einfach typisch finde für Spätburgunder. Da hat man halt einfach ganz gerne diese Walderdbeeren oder Himbeeren in die Richtung. Also das riecht man auf alle Fälle. Und ich habe natürlich schon gespitzt, er ist auch Spätburgunder gemacht, ja. Kann ich mir jetzt leicht reden, weil das immer die sachlichen Marker sind. Aber das ist tatsächlich so. Also man hat was Blumiges, was Florales. Ich würde jetzt vielleicht getrocknete Rosenblätter, so ein bisschen Hagebutte kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Und dann ist es für mich eben flankiert durch die Waldbeeren in erster Linie, die kleinen Monatserdbeeren. Ja, schön, ja. Bist du zufrieden, Markus? Also ich auf jeden Fall, ne? Ja. Ich bin sehr zufrieden, beziehungsweise aber ich, vielleicht Hannes, mir geht es darum, einfach auch gerade eben durch den Destillierungsprozess, auch was die Erwartungshaltung angeht, gerade für eingefleischte Weintrinker bei alkoholfreien Produkten. Ich meine, ihr macht das mega gut. Bei euch ist die Note und die Rebsorte auch klar erkennbar. Aber vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, eben wie sich da auch der mal das Geruchsverhalten durch den Alkoholentzug verändert. Darauf wollte ich hinaus. Also es verändert sich eigentlich kaum, ne? Im Geschmack schon, aber vom Geruch her, finde ich, ist es schon typisch. Ja? Also ich habe es ja vorher gesagt im Eingang, ja, meine Frau hat es blind probiert und hat gleich die Assoziation gehabt beim Weißen Müller-Thurgau und beim Rosé Spätburgunder. Ne? Also die Assoziation war sofort da. Ja? Also von dem her, finde ich, gerade von der Aromatik sind wir nicht arg weit weg. Klar, bei uns steckt das tatsächlich noch voll in den Kinderschuhen. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie das nächstes Jahr, also jetzt mit dem neuen Jahrgang jetzt aussieht oder auch nächstes Jahr. Ne? Also und 2020 war ein bisschen ein schwieriges Jahr, gerade extrem, weil es sehr alkohollastig war, ein sehr kräftiger Jahrgang. Ja, also da bin ich sehr gespannt, ja, wie das weitergeht. Ja? Ja. Es wäre auch mal spannend, fände ich, wenn man den normalen Wein aus derselben Lage oder aus demselben Ort, den ihr quasi als Grundwein hergenommen habt, wenn ihr den als normalen Wein auch verkauft, ja, die zweimal parallel zu verkosten, das fände ich auch mal sehr spannend. Also machen wir in der Winothek immer gerne. Ne? Klar, bei Müller-Thurgau haben wir es nicht, weil wir keinen Müller-Thurgau haben mit so viel Restzucker. Aber der Rosé, das ist unser Basis, unser Spätburgunder Weißherbst. Mhm. Ne? Den er bei uns kaufen könnte, ja, also hat, ja, super Basis, hat da, der Weißherbst hat auch eine Goldmedaille gekriegt, ja, und beim Roten nachher ist unsere Spätburgunder Edition, ja, wo einfach, ja, wie gesagt, das war uns einfach wichtig, ja, dass die Basis, der Grundwein, das muss ein Top-Wein sein, ja, ansonsten hat das keinen Sinn, ja. Ja. Aber ich finde, das kommt jetzt beim Rosé eigentlich auch sehr gut raus, weil man einfach diese Rebsortencharakteristik schon mitnimmt im Mund. Finde ich die Hagebutte nochmal sehr stark raus. Also der hat schon eine kräftige Aromatik, die jetzt nicht auch untypisch ist für Rosés. Also das ist schon das Geschmacksprofil, was man jetzt vom normalen Rosé her auch hat. Spätburgunder, auch aus demselben Jahrgang logischerweise. Du hast es gesagt, das ist ja euer erster Jahrgang, wenn man jetzt so sagen möchte. Genau. Und, ja, erzähl uns zudem mal ein bisschen was. Ja, also der Spätburgunder, auch ganz klassisch, erstmal auf der Maische vergoren, um eben die Farbe zu extrahieren.
wurde dann, ja, wie unsere alle Rotweine im großen Holzfass ausgebaut, im 2000 Liter großen Holzfass, und lag da zur Reifung dann, ja, ja. Und wie gesagt, im Sommer haben wir den dann entalkoholisiert und vom Restzucker sind wir da jetzt ein bisschen höher. Mhm. Aber ihr werdet es nachher gleich im Geschmack merken, ja, ganz anderes Empfinden. Ja. Und wenn man reinriecht, finde ich auch klasse, Spätburgunder. Also man hat gleich mal diese Süßkirsche in der Nase. Ja, also ich hab ihn schon eingeschenkt. Die Farbe auch erstmal total klassisch Spätburgunder. Es ist ein kräftiges Rubinrot, aber sehr transparent. Das liegt einfach an der Rebsorte. Das wisst ihr, liebe Hörer, Spätburgunder, dünne Schale, wenig Farbpigmente, deswegen immer auf der transparenten Seite, auch wenn die Farbe an sich oft dunkel daherkommt, so wie es jetzt hier einfach ist. Und wenn man da reinriecht, das hätte ich jetzt in einer Blindverkostung in einem schwarzen Glas auch zunächst 1:1 aus Spätburgunder abgetan. Es ist die Schattenmorellen, die Süßkirsche kann man da vielleicht auch sagen, dann kommt noch so ein bisschen eine Gewürzaromatik hinzu, wie er es einfach gerne hat. Zumindest wenn man jetzt ans Ahrtal zum Beispiel denkt, an der Stelle. Dann kommt so ein bisschen Nelken vielleicht noch mit dazu. Das ist einfach das, was einen würzigen Spätburgunder für mich einfach sehr, sehr typisch macht. Also von der Farbe her, vom Geruch her, eindeutig sehr, sehr nah an dem normalen Spätburgunderwein. Faszinierend. Genau. Das finde ich jetzt schon echt krass, dass das so typisch ist, so nah dran am großen Vorbild, wenn man es so sagen möchte. Ja. Vielen Dank. Ja. Und das ist ja auch wirklich krass, weil wenn man überlegt, die Komplexität, die ein Rotwein mitbringt, also ich meine, ich habe jetzt auch schon wirklich viele Rotweine probiert und mir hat eigentlich so gut wie keiner geschmeckt, weil auch abgesehen vom Alkohol, du siehst einfach bei einem Rotwein, dass es mit Abstand am schwersten ist, ansatzweise das Geschmacksbild nachzubilden. Ne? Und da freut mich umso mehr, Florian, dass du sagst, dass der dich am meisten vom Hocker haut, von allen bisherigen Weinen. Also auch das Mundgefühl, das war ich jetzt gespannt, weil im Rahmen einer Destillation verliert man natürlich auch viel von den Extraktstoffen und von den Tanninen. Und das war jetzt eben eine spannende, wie das ist beim Membranverfahren. Der hat jetzt natürlich nicht so zupackende Tannine, wie man es jetzt von einem nicht bearbeiteten Wein herkennt. Aber man merkt auf jeden Fall schon die Gerbstoffe. Er hat schon einen ganz schönen Grip am Mund. Er astringiert auch leicht. Man merkt auf jeden Fall schon, dass es sich hier auch rein vom Mundgefühl, was ich finde, was wir oft in Deutschland ziemlich unter den Tisch fallen lassen, merkt man auch im Mundgefühl, dass es hier sich einfach um einen schalenvergorenen Wein handelt und damit um einen Rotwein. Und das gehört einfach beim Rotwein definitiv dazu, dass die Tannine auch ihren Beitrag leisten und das Mundgefühl einfach auch zur Weinfarbe passt. Und das ist in der Tat bei alkoholfreien Rotweinen sehr, sehr schwer zu finden. Also der, finde ich, sticht für mich auf jeden Fall hervor. Also faszinierend, finde ich echt toll. Vielen Dank, ja. Nee, und das war auch, wir haben natürlich dann auch viel probiert, ne? Natürlich auch, also Konkurrenzprodukte, ja, und viele waren da einfach, haben das so ein bisschen mit der Süße gespielt, die waren noch süßer, ja, und das wollten wir nicht, ja, ne? Dass man wirklich dann das trockene Geschmacksempfinden hatte halt, ne, und ja, ich habe da damals auch dann mal einfach eine Flasche abfüllen lassen, den Grundwein mit Alkohol, ne? Und einfach das im Nachgang mal zu probieren halt, ne? Und ich habe dann oft die Leute das bei uns in der Vinothek probieren lassen und den Wein mit Alkohol, da haben alle gesagt, boah, ist der Papp süß, ne? Viele, der eine hat gesagt, oh, das schmeckt wie Lambrusco, ne? Ja, weil es einfach so fruchtig süß war halt, ne? Und dann den Vergleich, ja, mit dem alkoholfreien Wein. Das war ein komplett anderes Produkt, ja. Der war dann, haben wir gesagt, ja, der ist viel, viel trockener, ne, diese Kirscharomatik, toll, ne. Also es ist faszinierend, ja. Echt faszinierend, ja. Ja, super. Und man muss auch dazu sagen, dass ihr arbeitet ja auch nicht mit Holzchips zum Beispiel, ne, was ja auch viele machen, dass die einfach versuchen, so ein bisschen so eine Barrique-Aromatik zu simulieren. Genau. Oder vielleicht auch künstlich noch verschiedene Geschmacksstoffe, wie beispielsweise jetzt auch Säuerungsmittel hinzuzufügen. Mhm. Das ist ein komplett natürliches Produkt. So ist es. Ich meine, ihr seht es ja dann, auf dem Rückenetikett ist ja die Zutatenliste, müssen wir ja, weil es unter dem Lebensmittelrecht fällt, steht drauf,
alkoholfreier Wein, Kohlensäure und der Konservierungsstoff. Ja. Mehr ist tatsächlich nicht drin. Ja. Ja. Bei euch im Ort, ne? Genau, also wir haben seit letztem Jahr eine komplett neue Vinothek, also ein ganz moderner, stylischer Neubau, wo ihr tagtäglich die Weine probieren könnt, mit oder ohne Alkohol. Ja. Genau, das heißt, man findet euch, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, in dem Örtchen Staufen. Auf eurer Seite findet man auch eine Anfahrt oder einen Routenplaner. Im Internet findet man euch unter weingut-löffler.de, aber das, liebe Hörer, natürlich auch in den Shownotes entsprechend verlinkt. Und wer noch Fragen zum Produkt hat, würde ich mal einfach mal so in den Raum stellen, der kann sich dann gerne bei einem von uns drei melden und dann leiten wir auf jeden Fall alle an dich dann weiter, Hannes. Super. Ja? Ja. Super, dann bedanke ich mich für die leckere Weinprobe und hoffe, dass sich viele Hörer dann bei dir melden werden. Da freue ich mich drauf, ja. Also auch von mir, von meiner Seite an euch zwei, vielen Dank, ja. Und auch an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser sechsten Sondersendung außerhalb der Reihe. Wir setzen unseren Podcast wie gewohnt ganz normal weiter. Und zwar geht's am 23.10. dann um die Südtiroler Rotweine. Ich hoffe, euch haben die Weine genauso gefallen wie mir. Wie gesagt, meldet euch ruhig beim Weingut Löffler, wenn ihr Fragen habt, den Verkostungsraum besuchen möchtet oder die Weine bestellen möchtet. Ihr könnt euch natürlich auch bei Markus Schüssler melden. Wie gesagt, der Betreiber des Podcasts Alkoholfreier Wein oder Wein ohne Kater, besser gesagt. Seines Zeichens sicherlich einer, der den besten Überblick vielleicht im deutschen Markt hat für alkoholfreie Weine. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass diese Episode als Werbung bezeichnet werden muss, weil die Weine mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind und ich auch für die Episode bezahlt worden bin. Nichtsdestotrotz, ich habe ja in Sachen Transparenz schon öfters darauf hingewiesen, dass meine Kommentare und Einschätzung meinen ehrlichen Eindruck wiedergeben. Es ist also nicht gestellt oder quasi gescriptet, das in keinem Fall, sondern ich kann die Qualität der Weine und meiner Beiträge garantieren, indem ich vorab meine Gesprächspartner auswähle und damit auch sicher gehen kann, von euch die geforderte und gewünschte Qualität in Sachen Weine, Kommentare und Expertise wiedergeben zu können. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Rückmeldungen. Das Weingut Löffler wird sich auf euren Besuch und Kontakt freuen. Und so verbleibe ich wie immer mit genussreichen Grüßen, euer Florian aus München. Ciao, Servus.